Bau dir Hä? ein Schloss, was auf Plessembitz Welt steht. Yay! Habt ihr schon Schluss? Ich bin ein Architekt, der dir mit dem Kopierblock zur Seite Ja, steht. Kopierer bist du. Für dich kopiere ich alles, damit dir die Zeit wie im Fluge vergeht. So, Maestro, dann zeig mir mal, was du haben Kommen Sie willst. bitte mit, einmal hier. Sie sehen diese Oberfläche hier. Also, Sie sehen erstmal die Fenster, ne? Die Ja. sind nackelig, ne? Da ist nichts drauf, ne? Ja, ist ja nichts So, dann hingebaut. gehen wir zu der Seite. Zu der Seite, die fertig ist, und die Seite, die soll dann hier hin. Okay, kommen Sie bitte mit. Ja, war es ein bisschen fleißig? Ist ein bisschen was Aber gut. ein bisschen fleißig. Bah. So, das heißt jetzt, Ah. das Gewurschtel, das, die Fenster am besten. Du machst erst die Fenster. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du bist jetzt der Kopiermeister, ne? Der Ja. Ko Aber weh, da ist irgendein schief oder, ne? Weh, das passt nicht. Dann knallt der Karton, ne? Das muss erste Sahne sein. Also gib dir Okay. Mühe. Wenn der ganze Köln dumm versaut ist, dann auf einmal muss ich die nochmal neu bauen, den baue ich nicht mehr neu. Das heißt, dann könnt ihr euch, Rotter, könnt ihr haten. Immer auf seinen Kanal haten. Was hast du getan? Ich will den Köln dumm wieder haben und so. Man muss den per Hand selber bauen, Rotter. Guckst du meine Filme und dann baust du nochmal neu auf, Ja, ne? sicher auch. Ey, das ist aber auch die Idee, das sage ich auch nicht mehr. Ich sage, ja, tut mir leid, meine Damen und Herren, wir konnten den Köln dumm leider nicht fertig machen, weil Rotter es nicht kopiert hat. Ne? Also, tut mir einen Gefallen und klickt auf Hotdogs Kanal und sagt, bau den Kölner Dom fertig. Das ist für mich Ja. immer so ein bisschen kompliziert, sich das immer vom geistigen Auge vorzustellen. Und bevor ich da mal dran rumspiele, ne, gucke ich mir das immer erst einmal kurz an. So einmal X-Achse und dann passt das. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu faul, es zu lernen. Sofern du es immer machst, Hotdog, werde ich mich nie damit befassen. So, guck mal auf die eine Seite jetzt. Auf die, wo ich das Ich Schloss. komme, Moment. Komme, ich Ja. fliege. 2000 Jahre später. Hotdog, du hast es drauf. Du hast es drauf. Da muss ich schon sagen, Hotdog ist der beste Kopierer der Welt. So, ihr könnt mal gerne alle den Kanal abonnieren, denn dann verpasst ihr solche Videos gar nicht mehr, Freunde. Ja, wenn ihr mal sowas hinter den Kulissen sehen wollt. Ja, also sagen wir mal, sowas musst du jetzt nicht allzu doll erklären, wie man den kopiert. Dafür habe ich ein Video gemacht. Ich hau euch gerne auch in die Infobox nochmal das Video rein. Könnt ihr euch das angucken. Das ist aber für Anfänger, sage ich mal, das Video. Wenn ihr ein fortgeschrittenes Kopiervideo mal haben wollt. Wir haben ja, sag ich mal, hier den Kölner Dom zum Testen. Da mache ich euch mal wirklich ein fachgerechtes Video zum Kopieren. Aber das Gute daran ist mit dem Kopieren, ich könnte alle meine Objekte jetzt zusammenpacken, sozusagen, dass ich zum Beispiel sagen kann, Du könntest auch nur die Hälfte des Doms bauen und ich kopiere einfach die andere Seite rüber. Das wäre noch einfacher da darfst du gewesen. keine Fehler erlauben. Aber wenn du was jetzt hinmachst, also reinversetzt und du siehst, das passt nicht, dann kannst du in den Augenblick das alte wieder reinmachen, ne, oder nicht? Sag mal, du hast jetzt die Seite jetzt, die du jetzt hast. Du setzt jetzt rein, du hast doch gesagt, ah, es passt. Oder dann, ach, dann kannst du Also da müsste gucken, ich ob das nochmal dann neu reinpasst oder so. ansetzen, aber wenn du halt auf der falschen Stelle den Block ansetzt und Sachen Ah. weglöscht, die du nicht einkopiert hast in der Spiegelung, dann sind die weg. Da muss ich aber schon ein bisschen, wie heißt es, Du musst gucken, das dass halt öfter der schon Block gemacht genau haben. so spiegelverkehrt gesetzt ist, dass alles passt an richtiger Stelle. Darum würde ich Muss jetzt keinen aber. Laien jetzt unbedingt hier an den Dom ranlassen und darüber kopieren, weil kannst das Problem haben, dass er dann dir auf einmal alles wegmacht, ne? Nur weil er auf Ja. einmal vergessen hat, X zu Y. Weil, guck mal, wenn du Sachen kopierst, die kein Viereck sind, sondern rechteckig. Und ein Rechteck ist ja nicht an jeder Seite gleich lang, ne? Vierecke Ja. kopieren ist ja nicht so wild, wenn du das falsch drehst, ne? Weil es ist ja auf jeder Seite gleich lang. Dann kannst du ja so oft drehen, bis es halt irgendwann richtig passt, ne? Wenn du ein Rechteck kopierst und das drehst und du die falsche Seite hast, dann hast du auf einmal Sachen weggelöscht, die du nicht einkopiert hast, ne? Oder man kann auch mit diesem System ganze Gebäude verschwinden lassen, ohne die einzelnen wieder abzubauen, Ja, ne? darum habe ich ja das eine Mühselig. kurz dahin kopiert auf die eine Fläche, weil ich das auch sofort wieder wegmachen kann. Ne? Was hier wäre Genau das? wie das mit der Decke, ne? Das geht, guck mal, genau mit der Decke. Ich hätte schon die ganze Zeit vor, die Decke zu machen. Dann kritzelt irgendeiner was rein. Ja, die Decke würde ich auch ausbauen. Und dann dachte er, ey, hast du das von mir? Boah, das hast aber, habe ich schon vorher in den Dings gehabt hier. Boah, die gehen mir auf den Keks, die Leute. Oh, Scheiße, wir nehmen ja auf. Oh, das habe ich nicht gesagt. Düt. Das kommt sofort im So. Trailer. Boop. Düt. Habe ich nicht gesagt. Da geht in die Geschichte ein. Das werden So. irgendwann, wenn die Leute dann herausfinden wollen, wie waren denn
Jahre 2000, 2020, wie waren die Menschen drauf? Dann sind die meine Videos. Gut, Hot Dogs auch, ne? Aber meine Videos, ne? Sind die, ne? Sagen, boah, wie konnte dieser Mensch schon bauen, ne? So, was willst du noch haben als Sahnehäubchen? So, das Sahnehäubchen, Hot Dog, komm her. Okay, das hast du ja alles gemacht, okay. Das baue ich gleich wieder selber, habe ich dahin auch gemacht, das ist kein Problem. Jetzt gehen wir mal in den Dom hinein. Okay. Ist natürlich noch ein bisschen duster, aber hier werden wir irgendwann mal Kerzen platzieren, ne? Ja, die bringen nicht viel. Ich habe Kerzen im Aufbau, die leuchten nicht viel, ne? Doch. Ja, wie? Zeig mir mal, bitte. Ne, warte. Kerzen. Nehmen wir jetzt mal weiße Kerzen. In der Kirche weiße Kerzen, ne? Dann brauche ich noch ein Feuerzeug. So, eine Kerze. Bisschen, ne? Ja. Zwei Kerzen schon mehr. Drei Kerzen noch mehr. Vier Kerzen, ganz hell. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Also eine Kerze anzünden ist so, ne, wenn du eine Freundin hast, ne? Zwei, wenn du weißt, es könnte was werden. Drei, wenn du weißt, es wird bestimmt gar nichts, ne, am Abend. Und vier, du weißt, keine Chance. Wieso die erste dann? Wenn die schnell ausgeht oder was? Nein, Romantik. Also okay. Ja. Das ist ja hier das hier, ne? So das, wo man hier so durchgeht, ne? So. Ja. Sieht ja schickeler aus, ne? Oh, wunderbar. Ja auch. Nochmal auf der Seite auch, ne? Schön. Ja, und das willst du jetzt aber erstmal auf eine Seite komplett bauen und dann kopiere ich dir das. Nein. Du kannst doch einzeln, das sind doch einzeln die Dinger, die du brauchst, nur alle gleiches Maß. Du musst einfach nur hier oben reinsetzen, oder? Ja, könnte ich machen. Ja, siehst du? Da haben wir da schon wieder was für dich. Ich hab gesagt, könnte ich machen. Ach so. Ich gehe wieder nach draußen. Nein, was wollte ich jetzt draußen machen? Ne, ich bin eh drinnen wieder. Ich baue ein Schloss, was auf Playsambits Welt steht. Yay. Hab doch schon ein Schloss. Ich bin ein Architekt, der dir mit dem Kopierblock zur Seite steht. Tja, Kopierer bist du. Für dich kopiere ich alles, damit dir die Zeit wie im Fluge vergeht. Ich habe jetzt hier ein Geländer gebaut. Denn ich bin dein Bauhelfer. Willst du ein Lied komponieren oder was? Ne? Willst du berühmt werden oder was? Redest du nicht so, mit mir? Warte. Doch, ich rede mit dir. Ich hatte gerade Besuch hier. So. Kannst du ja grüßen. Ja, ihr seid weg. Oh. Schrei doch hinterher. Futsch, futsch. Schrei doch hinterher. Er grüßt dich! Schrei mich so an! Hat jemand gegrüßt? Ja, genau so. Genau so. Nachher schreist du doch, der soll sich lieber einen Mischpult kaufen! Nein, ich glaube nicht, dass sie das sagen. Das glaube ich nicht, dass sie das sagen würde. Was? Hör doch, Tom. Wir wollen den Tatsachen ins Auge gucken. Nein. Die ist nicht so gemein doch wie du. Ja. Glaube ich nicht. Ich würde sagen, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier gebastelt. Der schnibbelt richtig cool seine Videos. Nimm doch mal einen Beispiel. Ja, hör doch, mach da voll drauf, Alter. Voll drauf, doch, Tom. Ja, mal ein Beispiel. Mit dem Beispiel, Alter. Was bam. Weißt du, ich kann mir jetzt schon wieder gut vorstellen, dass dann ein, zwei Leute unterschreiben Video. Kannst du das nicht besser erklären? Mann, ich will auch noch bauen. Ja. Ja, du kannst mir Scheiß erklärt. Aber dann kann man ja sagen, das ist ja kein Tutorial, ne? Das ist ja einfach nur hinter den Kulissen, damit man mal miterleben kann, wie wir das hier machen oder wie ich das hier bei Play immer mache. Wenn ihr davon mal so ein Tutorial haben wollt, dann, dann liked das Video, teilt es mit eurer Oma, mit euren Hunden, ja, genau, mit euren Nachbarn, mit eurer Schwester. Wenn ihr keine Schwester habt, nicht traurig sein. Oh, irgendwie passt das hier nicht. Ja, Play. An den Seiten musst du noch mal extra machen. Das ist ein zu kurz hier, ne?
Was muss ich da in die Wand? Das kopieren. Ich komme. Was hast du da gemacht? Was hast du wieder gemacht, Hotdog? Ja? Warte mal, ich muss mal gucken, wie weit ist das denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich frage mich schon immer, wie kann ich das? Warum bin ich denn so genial mit dem Bauen? Warum bin ich so genial? Ich habe es, weiß ich nicht. Das ist angeboren, ich weiß es nicht. Das ist wie, weiß ich nicht. Ich baue, als wäre das, als hätte ich nichts anderes gemacht, weißt du? Das ist wie. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Das ist ein Eingang. Blup, gebaut. Blup, fertig. Blup, nächste. Oh, Domi Pazifi. Domina. Genau, es dreht einen Strike und das Video ist weg. Naja, dann singen wir das halt selber, ne? Dann singen wir das halt selber ein. Ja. Okay, alle haben es jetzt zugehört. Jetzt einmal Datum festhalten. Wir haben den 21.07.2021, 21.33 Uhr. Otto hat gesagt, wenn der Kölner Dom fertig ist, singt er. Ne? Oh, Domi Pazifi. Ja, genau, das Domino-Lied singt er. Ja, das singen wir denn hier und laufen hier durch. Aber nur in der RTX-Grafik. Aber nur in der RTX. Du hast gerade gesagt, nein, hast du auch nicht gesagt. Du hast gesagt, wenn der Kölner Dom fertig ist, singen wir. Also, du hast gesagt, ich singe. Ich habe nichts von dem Ding gesagt, das hast du gerade gesagt. Ey, wenn ich das schnippel, ich blende das jetzt ein, was ich da gesagt habe. Ja, dann singen wir das halt selber, ne? Dann singen wir das halt selber ein. Ja. Okay, alle haben es jetzt zugehört. Jetzt. Werden wir sehen. Werden wir hören, so gesagt. Wirst du sehen? Ja, sehen und sehen. Hören. Sehen und hören. So, da. Hier du musst das noch wegkopieren. Achso, stimmt. Verschwindibus machen. Ach so. Würde mal zeigen. Das ganze Gebäude. Da kannst du es ja auch wegbauen. Also, das ist ja auch nicht so. Simsalabim, Pupf. Ja, auch wegbauen. Wie lange soll ich denn sitzen? 10 Minuten locker sitze ich da dran. Lecker. Länger. Das ist ja ein bisschen breit. Das sind ja 5 Blöcke breit. Da siehst du, jetzt kommt Ottos Zauberkiste. Das ist ganz einfach. Guck mal, ich suche mir erstmal eine freie Fläche. Dann sehe ich da meinen Block. Oh, warte mal, ich muss das so ansetzen. So, freie Fläche. Dann mache ich einfach mal. Hier geht ja nur Breite und Länge nur 64 Blöcke, ne? Höhe machen wir mal 50 Blöcke. Ich glaube, höher war das gar nicht, was ich da abgespeichert habe. So, dann habe ich hier ein leeres Feld. Jetzt gehe ich einfach auf die Stelle, wo ich das platziert habe. Und jetzt hier. So. Laden, dann sehen wir ja schon hier, ne? Wir haben. So. Laden. Dann leckt das ein bisschen und dann ist es weg. Tada! Und wenn ihr natürlich jetzt einen Buddy auf der Welt habt, der meint, ich fliege jetzt so mit einem 64x64er Feld jetzt überall hin und kann alles weghauen, ne? Der könnte den Kölner Dom innerhalb von ein paar Minuten komplett abreißen. Komplett. Okay, aber welche Funktion müsste man unterdrücken, dass er das nicht machen kann? Alle Rechte, dass er keine Blöcke platzieren kann, ne? Ich dachte, es gibt einen bestimmten Befehl, wo du sagst, okay, wenn er das und das nicht machen kann, okay. Darum meine ich, es ist auch ein bisschen gefährlich, sag ich mal. Also da musst du schon echt Vertrauen über die Leute haben. Wenn du da eigentlich vertrauen kannst, der könnte aus Langeweile deine ganze Welt löschen dadurch. Und du hast ja gesagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, etwas in die Luft zu sprengen, ohne dass man Dynamit und so benutzt, ne? Ja, aber das zeige ich den Leuten jetzt hier nicht. Guck mal, jetzt nehmen wir im Hintergrund einfach mal den Dom. Hallo? Ja? Und dann... war es das Video für heute, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, findet ihr wie immer in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst nicht vergessen, den Kanal abonnieren, bleibt immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und der Play bedankt sich. Auf Wiedersehen, ich habe keine Emojis. Keine Emojis? Ja, zwei Tasten oben. Guck mal, da habe ich die ganzen. Tanzen hier. Ich habe keine, ich mache nur so. Knie und C. Ja, vor allem auf die Fresse. Das habe ich auch. Boing. Das ist, wenn er auch so besoffen ist. Tschüss, auf Wiedersehen.